Jetzt machen wir es richtig. Herzlich willkommen zu Dercho TV News an diesem Donnerstag, Nachmittag, 16.30 Uhr. Einen schönen guten Tag. Wir sind spontan auf Sendung. Was ist passiert? Ist die Welt untergegangen? Eigentlich nicht, denn es ist eher was anderes passiert aus dem Bereich Fußball. Und die Meldung kommt aus München nämlich. Und zwar ist der Trainer des FC Bayern München entlassen worden. Ja, das ist jetzt, sagen wir mal, für viele keine große Erschütterung oder so, aber es ist wirklich passiert. Der FC Bayern München hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Carlo Ancelotti getrennt. Vor einer guten Stunde war dies noch eine Info über Sky. Jetzt ist sie offiziell seit einer knappen Stunde. Und ja, das sind die Auswirkungen von dem Spiel gestern. Des Spiel gesterns zwischen Bayern und dem Verein Paris Saint-Germain. Champions League war gestern das zweite Spiel in dieser Saison in der Gruppenphase und Bayern hat gestern kläglich 0:3 verloren. Nun die Konsequenz daraus, dass Carlo Ancelotti, aber auch das Betreuerteam unter Davide Ancelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Minio Fulco ebenfalls freigestellt hat. Es gibt schon die ersten Meldungen, aber darüber werde ich nicht mit euch alleine reden, sondern ich habe noch jemanden zu Gast und das ist nämlich der Mottek. Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag dir auch. Ja. Und einen schönen guten Tag auch dem Chat. Genau, dem Chat, die paar Zuschauer, die wahrscheinlich da sind oder auch nicht. Wir werden es auch noch natürlich erfahren. Wir werden auch nicht so allzu lange on air bleiben. Wir machen das auch nur ganz, ja, machen wir das für eine gewisse Zeit. Bayern hat sich von Carlo Ancelotti getrennt. Das ist eine Überraschung, oder? Ja, also du hast ja schon die Sendung gut eingeleitet mit ist eventuell irgendwo die Welt untergegangen, in München schon. Carlo Ancelotti entlassen worden nach ja nach den 3:0-Niederlage in Paris, ne? Ja, das ist schon heftig, was da jetzt auch jetzt im Moment in München abgeht. Also es ist ja sowieso auch spekuliert worden, wie das Ganze auch mit dieser ganzen Chose halt weitergeht mit der Spielweise. Denn jetzt gab es in der Bundesliga noch diese 2-2-Klatsche gegen oder was heißt 2-2-Klatsche, dieses 2-2-Unentschieden zwischen Bayern und Wolfsburg, dann auch noch in München in der Allianz Arena, wo ja Bayern dann ein Ja, 2 zu in der Oktoberzeit ist, also in der Oktoberfestzeit ist es halt eben eine Klatsche, ne, die 2:2 und das gegen Wolfsburg. Ja, das sieht man auch so an. Also ihr habt es auch gesehen, das ist auch geradewegs eine sehr, sehr wichtige Information, oder was heißt wichtig? Sie ist halt auch bekannt, dass zum ersten Mal überhaupt der FC Bayern auch während des Oktoberfestes einen Trainer entlassen hat. Jetzt muss man sich auch sagen, warum ist das jetzt so wichtig? Das ist bis jetzt da auch noch nie passiert, wenn schon immer danach oder halt zum Saisonende, je nachdem. Und es ist halt auch, die neuesten Meldungen sagen auch, dass es in Paris passiert ist, oder es war in Paris. Und da heißt es unter anderem, dass schon in Paris anscheinend gesprochen wurde über das Ende von Carlo Ancelotti als Bayern-Trainer. Willi Sagnol, das muss man auch nochmal sagen, also der FC Bayern bleibt jetzt nicht ganz so trainerlos da. Also der FC Bayern wird jetzt von Willi Sagnol, dem Co-Trainer, jetzt erstmal interimsmäßig geleitet. Also würde auch wahrscheinlich schon bedeuten, auch für das kommende Bundesligaspiel am kommenden Wochenende. Und es ist auch sehr viel, man muss auch sagen, sehr viel passiert in den letzten, in der letzten Stunde. Also das ist auch sehr, sehr komisch, was da jetzt so auch passiert. Und lese ich hier gerade: Liebes Universum, ich wünsche mir Lothar Matthäus als Ancelotti-Nachfolger. Also Uli Hoeneß würde sich da eher im Grab umdrehen, wenn das passieren sollte. Das kann ich auch wohl so sagen. Also die ganze Aufregung ist eigentlich auch nicht so, auch schon ein bisschen komisch und auch ein bisschen extrem, dass man jetzt auch so merkt, Bayern München ja, entlässt jetzt einen Trainer und da geht jetzt halt die Welt unter. In München ist das halt immer so und da ist es auch halt auch eine riesige Kritik, wenn man sagen kann, wenn man so ein, zwei Spiele halt verliert,
dann ist es halt auch nicht so toll, wenn das Ganze auch nicht so geradewegs so schön funktionieren möchte. Was man auch noch mal sagen kann, ist, dass unter anderem die Gerüchteküche ja jetzt hoch anhält und was die Nachfolge angeht. Denn es gibt unter anderem die Meldung, dass Thomas Tuchel, Ex-Trainer in Dortmund, seit einem halben Jahr gut freigestellt, also kann man so sagen, dass er eventuell die Nachfolge von Carlo Ancelotti antreten könnte. Es ist ja auch während des Spiels kurz zwischen Bayern und Hoffenheim ja auch Julian Nagelsmann gefallen. Aber das ist wohl eher keine Möglichkeit. Jetzt versuche ich gerade hier über mein Handy das Ganze aufzumachen. Da muss ich jetzt doch über den PC gucken. Das ist da auch ein bisschen. Ah, jetzt geht es, jetzt geht es. Okay, sehr schön. Wir können noch mal kurz zusammenfassen, was passiert ist. Gestern halt die Klatsche gegen Paris Saint-Germain. 3:0 ist der Endstand gewesen. Und dann gab es halt die ganzen Meldungen, die rübergekommen sind. Nach Informationen so gegen Viertel nach drei heute Mittag, heute Nachmittag wurde, hat Sky als erstes darüber berichtet und dass wegen dem schlechten Abschneidens gestern halt auch, dass Carlo Ancelotti entlassen wurde. Erst eine halbe Stunde später gab es die offiziellen Meldungen und jetzt übernimmt der Franzose Willy Sagnol erstmal interimsmäßig das Ganze, was er macht. Als heißer Kandidat soll Thomas Tuchel dann kommen. Ob er wirklich dann Nachfolger von Carlo Ancelotti wird, das steht auch noch nicht fest. Diese Meldungen sind alle von Sky. Das muss man auch noch mal ein bisschen sozusagen, sagen wir mal, einordnen und halt auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen zusammenfassen. Aber ich schätze mal, es wird auch noch weitere Informationen geben, was sich so noch in den nächsten Stunden so zusammen brauen wird. Und wir können mal ganz einfach schon mal noch mal auf die Pressemitteilung des FC Bayern mal einfach mal gucken, wie die es vor einer mal knappen Stunde nämlich rausgehauen haben. Einen Moment, da haben wir sie. Und so sieht das Ganze aus. Als Folge einer internen Analyse nach der 0:3-Niederlage im Champions League Gruppenspiel bei Paris Saint-Germain hat der FC Bayern Cheftrainer Carlo Ancelotti freigestellt. Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidzic und Carlo heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt, um ihn unsere Entscheidung mitgeteilt, so Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern. Weiter hieß es: Ich darf mich bei Carlo für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die sie genommen hat. Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen. Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen. Auch das italienische Betreuerteam, was wir auch vorhin mitgeteilt haben, unter anderem Davide Angelotti, Giovanni Mauri, Francesco Mauri und Mino Fulco, hat der FC Bayern heute freigestellt. Die Trainingsleitung übernimmt bis auf weiteres Assistenzcoach Willi Sagnol. Sagnol wird am Sonntag beim Spiel in Berlin als Interimstrainer auf der Bank sitzen. So viel dann von der Pressemitteilung des FC Bayern München. Ja, Motek, hast du vielleicht ein paar neue Informationen? Keine direkten neuen Informationen, bis halt eben das, was du schon so erzählt hast, ne? Erstes Mal, dass in der Oktoberfestzeit halt eben Trainer entlassen wurde. Dann Tuchel, sehr heißer Kandidat. Er ist ja auch nicht mehr im Vertrag bei Borussia Dortmund, weil er halt eben schon im Sommer entlassen wurde von Dortmund. Nagelsmann wäre auch ein Kandidat, wo da natürlich die Frage ist, lässt Hoffenheim ihn ziehen und das noch jetzt? Mal schauen.
Nun gut, wir warten ja auch noch ab, ob es ja irgendwie noch so eine offizielle Bestätigung gibt oder eine Pressekonferenz oder irgendwie sowas, dass es heute vielleicht noch gibt. Die wollen wir dann auch noch mal so ein bisschen mitverfolgen. Klar Ein ist, dass. interessanter Fakt, was ich auch noch habe, ist im Vergleich Carlo Ancelotti zu Pep Guardiola. Pep Guardiola hat pro Pflichtspiel mehr Punkte im Schnitt gesammelt als Carlo Ancelotti. Also 2,39 hat Pep und Carlo hat 2,25. Oh, also war Pep Guardiola deutlich besser. Okay. Die weiteren Fragen, die sich ja natürlich stellen, wer könnte denn jetzt neben Thomas Tuchel unter anderem ja auch noch Ancelotti bei Bayern beerben? Das ist jetzt unter anderem ja auch noch der Name Julian Nagelsmann gefallen. Glaubst du wirklich, dass jetzt, wenn Bayern jetzt wirklich so sagt mit Nagelsmann, okay, der ist ein guter Trainer, der ist ein junger, dynamischer Trainer, dass er direkt jetzt sofort nach München kommen würde, auch wenn es jetzt diese Gerüchte gab vor dem Spiel gegen Hoffenheim in der Liga? Ja, das Problem ist, dass es ja unerwartet ist, dass auf einmal halt eben Bayern einen Trainer rausschmeißt und das sogar halt eben so früh in der Saison. Ich weiß nicht, ich kenne also die Gepflogenheiten irgendwie in Bayern sind ja so, dass wir müssen immer auf Platz 1 sein, wir müssen alles gewinnen und ja, wir schießen die Tore, die anderen nicht. Und ja, man sieht halt eben, in der Bundesliga sind sie nicht auf Platz 1. In der Champions League haben sie jetzt halt eben eine deftige Klatsche bekommen, wo man natürlich wiederum sagen muss, PSG ist jetzt kein kleiner Fisch im Teich, sondern haben sich halt eben mit knapp 400 Mille verstärkt, mit Neymar und Co. Mbappé zum Beispiel auch noch dazu. Dass man dann halt eben eine Klatsche kriegt, ist dann eventuell auch in der Transferpolitik von Bayern auch geschuldet. Ne, siehe Lewandowski, der ja schon das etwas kritisiert hatte. Was auch recht interessant ist, dass Sky vor wenigen Minuten oder was heißt vor wenigen Minuten, vor einer knappen Dreiviertelstunde auch eine Umfrage auf Twitter veröffentlicht hat, die unter anderem zeigt, welches Ergebnis nämlich daraus kommt. Ich kann es jetzt leider nicht irgendwie so richtig zeigen, da muss ich das mal ein bisschen anders machen. Einen Moment, dann machen wir das mal so. Denn da gab es auch eine Umfrage entsprechend zu Twitter, zur Entlassung von Carlo Ancelotti. Und ich hoffe, ich kann jetzt das Ergebnis mal kurz zeigen. Na, läuft jetzt oder nicht? Ja, das dauert eine Weile. Und ja, da sieht man unter anderem dann halt auch, dass die Mehrheit der Sky-Fans auf Twitter auch der Meinung sind, dass es eine richtige Entscheidung war, Carlo Ancelotti zu entlassen. 66% sagen ja. 34 sagen nein, also noch guten Tag ist dieser Vote offen. Also bis dahin werden immer noch die Spekulationen ja immer noch laut sein. Und das wird man dann auch weiterhin dann sehen. Und man sieht auch schon unten, die ganzen Twitter-User sagen schon, Nagelsmann oder Tuchel werden kommen und Tuchel geht dafür nach Hoffenheim oder so. Und es stellt sich ja halt auch die Frage, Tuchel wäre verfügbar. Das ist so gesehen jetzt das, was Sache ist. Aber was wäre jetzt der Fall gewesen, wenn es jetzt wirklich nicht, sagen wir mal, Tuchel werden könnte? Würde man dann wirklich jetzt irgendwie so eine hohe Ablöse Richtung Hoffenheim bezahlen und dann würde man sagen, so, jetzt haben wir einen neuen Trainer? Oder wird man wohl jetzt sich so lange überlegen wie halt beim Chef, sage ich schon, beim Sportdirektorposten? Da hat man ja auch lange gesucht. Ja, das Positive zwischen Tuchel ist ja, dass er jetzt zum Beispiel frei ist. Das hast du bei Nagelsmann jetzt nicht. Und ich glaube, wenn die jetzt so schnell wie möglich einen Trainer präsentieren wollen, dann ist Nagelsmann auf jeden Fall nicht ein Kandidat dafür, weil er halt eben, die müssen halt eben erstmal in Verhandlungen gehen, dann Ablöse zahlen und sowas. Dann ist ja noch die Frage, ob Nagelsmann auch will. Ne? Das ist ja dann auch die Frage, weil Hoffenheim, meine ich, ist halt eben doch recht gut positioniert in der Bundesliga, als auch natürlich im DFB-Pokal, sage ich, auch im internationalen Geschäft, sorry.
Ja, man muss halt auch mal so sagen, dass wenn wir jetzt schon bei Champions League und bei Pokal und Liga sind, dass Ancelotti ja in München nicht so viele Titel jetzt geholt hat wie zum Beispiel Pep Guardiola. Okay, einerseits Ancelotti war erst ein Jahr da, ein knappes Jahr, hat nur zwei Titel holen können, den Supercup und die deutsche Meisterschaft. Drei Pokal ging Titel. drei Titel sogar. Drei Titel? Ja, zweimal den Supercup und einmal die Bundesliga. Genau, Also zweimal den Supercup, genau. von fünf Titeln hat er drei gewonnen. Nun gut. Ja, also da von fünf möglichen Titeln drei gewonnen. Champions League ist nichts geworden. Man ist im Viertelfinale gegen Madrid rausgeflogen. Dann Genau. gab es ja im Pokal Halbfinale, glaube ich, auch. Dortmund war das, glaube ich. Ja, Dortmund. Genau, Und Dortmund haben im wir verloren. Halbfinale. Im Halbfinale und dann halt jetzt. Halt im Supercup diese Saison gegen Dortmund gewonnen. Das ist ja halt auch klar. Und dann wird man auch sehen, wo das halt auch hingeführt hat. Aber man kann sich jetzt zum Beispiel auch mal sagen, dass jetzt auch durch die Verletzungen von diversen Spielern, jetzt hat sich Manuel Neuer vorhin wieder verletzt und man hat extra Sven Ulreich dafür reaktiviert, der ja eigentlich in der letzten Saison seine Karriere ja eigentlich beendet hat, müsste man so sagen. Ist das eigentlich auch eine Fehlentscheidung gewesen oder hat man sich einfach sagen müssen, ja, auch wenn Neuer nicht verletzt gewesen wäre, hätte man gestern so verloren? Kurz und knapp, ja. Also wäre genauso gewesen, egal ob Neuer im Tor gewesen wäre oder sonst wer. Würde ich so sagen, weil man muss ja sagen, halt eben, dass da PSG doch jede Menge Qualität hat. Und es hätte auch höher ausfallen können. Ja, gut, die Tatsache, dass es hätte höher ausfallen können, ist halt auch da gewesen. Und das hat man wahrscheinlich, oder das habt ihr wahrscheinlich auch alle in den Dingens gesehen im Spiel, ja, im Spiel gestern. Es hätte ja eigentlich, da kommt ja halt dann auch wieder dieser Satz halt, ne, Geld schießt keine Tore. Jetzt hat in dem Fall gestern Geld Tore geschossen, aber halt auch nicht Neymar so gesehen direkt, sondern halt wahrscheinlich Vorlagen gemacht. Ich habe auch jetzt nicht so drauf geachtet, aber es gab dann halt diese Vorlage, beziehungsweise halt dieses ganze große Drumherum mit dem Transfer halt von Neymar für 222 Millionen, dann halt noch Mbappé für 105 Millionen oder wie viel auch jetzt immer, ich weiß es jetzt auch schon nicht mehr. Und da muss man sich jetzt halt auch die Frage stellen, Bayern will ja dagegen ankämpfen für gegen dieses Transfergeschäft, dass man halt so für einen Spieler über 100 Millionen Euro ausgibt und halt nicht irgendwie in die eigene Jugend setzt. Hätte Bayern es doch so auch machen sollen wie PSG oder ist Bayern den richtigen Weg gegangen? Weil sonst müsste man sich das dann auch mal wirklich so vergleichen. 10 Jahre lang wäre Bayern wahrscheinlich in Deutschland immer wieder Meister geworden. Und zum Kotzen wäre es halt dann nur gewesen für die anderen Vereine, die dann halt sagen, ja, wir stecken unser Geld, wir stecken unsere Millionen in die Jugend rein, bauen Sportleistungszentren, aber da kauft sich dann ein anderer in FC Bayern dann halt für 100 Millionen den ein oder für 150 Millionen den ein, weil sie die Kohle haben, wir halt nicht. Das ist doch wie so ein zweischneidiges Schwert. Das, was scharf ist, das ist dann halt diese Transferpolitik. Das, was stumpf ist, ist dann so gesehen eigentlich die Investition in die Jugend. Das ist doch eigentlich so, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, oder? Eigentlich hat man nicht die Wahl. Ja, die Sache ist ja, was für ein Ziel hat man? Will man mitspielen mit den heutigen Reals, PSG und? Oder will man ein sauberes Finanzkonto haben? Und wenn man wirklich ein sauberes Finanzkonto haben möchte, dann ist das natürlich klar, dass man halt eben dann auch solche Transfers tätigt wie aktuell. Wenn man aber in der ersten Liga spielen möchte und halt eben auch die Champions League holen möchte, dann muss man natürlich auch Geld in die Hand legen. Und dann kommt man auch nicht drumherum, für einen Spieler mal 200 Mille, so gesagt, auszugeben. Weil so ist aktuell das Geschäft.
Und da muss einfach mal Bayern, da müssen auch die Fans einfach mal einen Haken setzen und sagen, ja gut, dann beißen wir den sauren Apfel. Wir werden nicht immer jetzt Champions League-Sieger oder wir spielen womöglich jetzt nur noch im Achtelfinale und Viertelfinale fliegen wir raus oder so. Und ja, werden aber wenigstens deutscher Meister oder so. Ja, hier nochmal ein schöner Fakt von dem Twitter-Account der Fußball-Bundesliga. Da sehen wir nochmal die Statistik von Willi Sagnol, fünfmal deutscher Meister mit den Bayern geworden, viermal DFB-Pokalsieger, einmal Weltpokal und auch einmal Champions League mit dem FC Bayern. Seit Juni ist er Assistenztrainer gewesen, jetzt ist er Interimscoach. Und da werden wir halt, das ist ja auch nur so eine schöne Statistik, die man hier hat. Hier sieht man sogar, glaube ich, den jungen Franck Ribéry. Jetzt sagen wir mal, das ist Tatsache, der junge Franck Ribéry. Das ist vor 10 Jahren wahrscheinlich sogar noch gewesen. Da sehen wir es auch nochmal mit Oli Kahn. Und ja, das ist jetzt halt auch eine Statistik, die man jetzt hier hat von Willi Sagnol. Und könnte man jetzt eigentlich auch irgendwie sagen, es wäre Sagnol nicht dann doch eher so eine dauerhafte Lösung, bis man sich so sagt, okay. Bis zur Winterpause könnte man es ausprobieren und dann holt man sich Tuchel, weil man sich jetzt noch nicht so ganz sicher ist. Ich glaube nicht, weil halt eben die ganzen Titel, die hat halt nicht als Trainer, als Cheftrainer. Er war bisher Co-Trainer hinter Ancelotti in der letzten Zeit, dass er halt eben dann schon so viel Erfahrung gesammelt hat, also Erfahrung gesammelt hat in einem Niveau von FC Bayern, was sie ja natürlich auch haben wollen. Dass er halt eben die Qualität besitzen würde, dass er halt eben auch FC Bayern weiter voranbringen würde. Und ich würde mal sagen, sie brauchen wirklich einen Trainer wie Nagelsmann oder Tuchel oder eventuell auch vielleicht, weiß ich nicht, reaktivieren sie einen ihrer älteren Trainer und holen sich einen Hitzfeld oder einen Rummenigge. Ja, das wäre dann genauso wie der Rummenigge, sage ich hier. Heinkes. Heinkes, meinte ich. Heinkes. Ja, das wäre aber auch nicht so gerade eine, sagen wir mal, alternative Lösung. Das muss man mal so sehen, weil diese ganze Möglichkeit mit der Reaktivierung. Jetzt hat man gesehen, dass man, weil sich Neuer wieder verletzt hat, dass man einfach mal Ulreich reaktiviert hat, da kann man jetzt nicht auch noch sagen, lieber Jupp oder lieber Ottmar, kannst du bitte wieder unser Trainer werden? Weil diese Auswahlmöglichkeiten hat Bayern nicht immer oder hat generell ein Verein auch nicht immer. Da sieht man zum Beispiel Claudio Pizarro oder so oder halt auch damals, bevor Podolski nach Arsenal gegangen ist oder halt nach Italien, als er dann wieder nach Köln zurückgekehrt ist. Das funktioniert halt nicht immer. Das kann halt meistens mal funktionieren, mal auch nicht. Und ich bin mir sicher, bei Bayern würde das jetzt auch nicht mehr funktionieren, wenn da jetzt so ein Jupp Heynckes kommt und dann sagt, okay, ich mache euch nochmal den Trainer. Trippelsieger werde ich aber nicht mehr, weil klar, Jupp Heynckes hat mit dem Triple, was 2013 erreicht wurde, seinen Höhepunkt generell erreicht. Und ich bin mir auch so sicher, das wird auch so bleiben, dass er sich sagt, ich will mir jetzt irgendwie nicht das Ganze dadurch versauen, dass ich jetzt nochmal den FC Bayern helfen will. Klar, wenn er helfen will, kann er es ruhig machen, aber wenn man ihm dann halt wieder so einen Vertrag anbietet, wo er halt auch sagt, ja, nee, gut, dann mache ich's. Dann ist es halt auch nicht so schön, um das auch noch mal so, um das noch mal so zu sagen. Aber klar ist auch, dass Bayern halt sich langsam auch Alternativen suchen muss, weil es werden auch noch viele weitere Leistungsträger gehen. Es ist jetzt Lahm gegangen. Ich habe jetzt nur auch da die Befürchtung, um das jetzt mal ein bisschen kritischer angehen zu lassen, dass Bayern irgendwann auch noch Philipp Lahm anruft, um nicht nur zu sagen, kannst du schnell einen Trainerschein machen, sondern kannst du vielleicht wieder mit uns spielen, weil das ist eher so meine Befürchtung, die halt passieren könnte. Und ja, da habe ich ein bisschen mehr Schiss drum, als wenn Bayern irgendwie was anderes kommt. Jetzt geradewegs noch eine Mitteilung von Sky Sport News HD und zwar nämlich vom Sky-Experten Lothar Matthäus selbst. Er glaubt nämlich nicht sofort an eine sofortige Ancelotti-Nachfolge. Er sagte, wenn man jetzt schon eine längerfristige Lösung haben will, wäre es am einfachsten, Thomas Tuchel anzurufen, weil er frei ist.
Klar, er ist frei, das wissen wir gerade. Ja, Und das bestätigt ja eigentlich das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ne? ja. Thomas Tuchel ist frei, den kann man halt eben so gesagt, ist ein Trainer mit Qualität, auch wenn das Persönliche oder beziehungsweise das Menschliche ein bisschen da zwiegespalten ist, aber er ist frei, hat Qualität und er kann halt eben auch direkt anfangen. Das sieht so bei Nagelsmann in dem Sinne die zweite Alternative nicht so aus. Aber nochmal kurz zu Sagnol. Ich habe mal bei den Kollegen von Transfermarkt reingeschaut. Und dort habe ich mir mal die Statistiken ein bisschen angeschaut. Also er war ja schon mal Trainer, Cheftrainer von der französischen Nationalmannschaft, aber von den U-Nationalmannschaften, also U20 und U21. Bei der U21 hat er 8 Spiele gemacht und 2,5 Punkte gesammelt. Ja, super, du hast sogar mich auf dem Schirm. Ja, ich denke immer mit. Genau, von 2014 bis 2016 war der dann auch Cheftrainer bei Bordeaux. Dort 88 Spiele geleitet und 105, also 1,5 Punkte gesammelt. Also seine Statistik beim Punktesammeln ist schon negativ. Damit war das natürlich auch gut, dass er Co-Trainer gemacht hat unter Carlo Ancelotti. Und ich würde mal sagen, dass die 10 Spiele, die er jetzt so unter Carlo Ancelotti mitgeholfen hat, jetzt nicht ihm so viel Input gegeben haben, dass er jetzt wirklich Cheftrainer machen könnte. Also Interimstrainer ja, für ein paar Spiele. Man muss natürlich auch noch wiederum bedenken, es ist, also der Oktober fängt jetzt fast an. Das nächste Spiel ist Hertha Berlin. Und im November steht ja auch dann schon das Spiel gegen Dortmund an. Ja. Finde ich auch lustig, Was natürlich auch entscheidend ist. finde ich auch lustig, dass es geradewegs auch über Twitter so einige lustige Meldungen gibt. Rolf Fuhrmann, ehemaliger Sky-Reporter, schreibt sogar, der FC Bayern braucht einen großen Trainer, Norbert Meyer. Ja, ist halt lustig, aber glaube ich eher nicht. Die höchste Wahrscheinlichkeit wird Thomas Tuchel sein. Und das ist so gesehen eine große, werden halt sehen, wie das Ganze ablaufen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es Thomas Tuchel wird, das sieht man halt, da sieht man dann halt, wie das halt dann auch ablaufen wird. Also Tuchel wird es definitiv. Wir werden mal einfach mal zusehen, wie das sich weiterentwickeln wird, um das Ganze auch nochmal so mal zu verfolgen. Also ihr seid auch hier auf derchotv.de auch noch informiert, nicht nur in diesem Twitch-Stream, den wir jetzt so spontan gemacht haben. Wir werden ihn auch nicht lange machen, um euch halt auch neueste Informationen dazu zu geben, wie es im Moment gerade in München abgeht. Für die, die dazugekommen sind, erstmal einen schönen guten Tag oder fast einen guten Abend, könnte man sagen, um kurz vor 17 Uhr. Wir sind spontan on air. Ja, mit einem derchotv News Format heute, mit den News generell, die sonst eher selten hier auftauchen. Und wir reden über die Entlassung des FC Bayern Trainers Carlo Ancelotti, der so kurzfristig gekommen ist. Gestern das Spiel gegen Paris Saint-Germain mit 3 zu 0 zu 3 verloren. Davor das Ligaspiel gegen Wolfsburg mit einer 2 zu 0 Führung vergeben. 2 zu 2 war der Endstand jetzt am Sonntag gegen die Hertha aus Berlin. Und ja, Konsequenzen haben Karl-Heinz Rummenigge und auch Carlo sei schon, und Hasan Salihamidzic, meine Güte, getroffen. Und das Ganze ist auch online auf der Webseite des FC Bayern zu lesen. Hier ist es. Wir lesen es nochmal kurz vor. Als Folge einer internen Analyse nach der 0-3-Niederlage im Champions League-Gruppenspiel bei Paris Saint-Germain hat der FC Bayern München Cheftrainer Carlo Ancelotti
freigestellt. Karl-Heinz Rummenigge sagte unter anderem dazu: Die Leistung unserer Mannschaft hat seit Saisonbeginn entsprach nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidzic und ich, Carlo, heute bei einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und in unsere Entscheidung mitgeteilt. Ich darf mich bei Carlo für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, dass sie genommen hat. Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen. Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen. Ancelotti selbst wird sich wahrscheinlich auch generell nicht dazu äußern. Er hat ja selbst Twitter, das wissen wir ja auch. Auch Thomas Tuchel, aber da kam halt auch nichts mehr. Und Thomas Tuchel, Ex-Dortmund-Trainer, Ex-Mainz-Trainer, hat die größte Chance, Nachfolger von Carlo Ancelotti beim FC Bayern zu werden. Es gab sowieso auch schon mal Begegnungen mit Herrn Tuchel in München. Da will ich mal, glaube ich, hoffe, da ist ein Bild hier auch noch zu finden von Sky, was ich jetzt auch noch so vielleicht hier finde. Das muss man auch erstmal gucken. Was auch recht interessant ist, ist auch ein Twitter-Post. Und zwar nämlich, dass die Webdomain thomastuchel.de sich bald im Aufbau befindet. Ob das jetzt auch schon ein Zeichen ist, das wollen wir hier auch noch nicht groß spekulieren. Trotzdem, wir halten euch da auch ein bisschen auf dem Laufenden. Da sollte man sein Handy aufladen, sein iPhone, was auch immer. Und genau, hier ist das Bild, was jetzt eigentlich erscheinen sollte. Genau hier. Und da sieht man es auch, die Audi-Sommertour, das ist im Sommer gewesen. Da sehen wir Thomas Tuchel gut gelaunt, mit einer recht kurzen Hose, ohne Socken anscheinend, keine Ahnung. Und ist dann halt auch mal in München gewesen. Das nur so als auch kleine Information am Rande, dass man sich das auch mal nochmal angucken kann. Motek, was glaubst du, wie lange wird das denn dauern, bis Bayern jetzt so, sagen wir mal, einen gescheiten Nachfolger gefunden hat? Wird das direkt nach dem Hertha-Spiel passieren oder wird man sich jetzt mal Zeit geben und man sagt sich, okay, wir warten, wir schauen uns erstmal an, wie es mit Saniol läuft. Dann überlegen wir es uns, auch wenn jetzt Saniol eine schlechte Statistik hat. Weil man kann jetzt auch sagen, okay, es könnte anders laufen. Ne? Man gewinnt jetzt das Spiel gegen die Hertha. Klar, man hat jetzt halt auch die Befürchtung, Bayern steht sowieso unter Druck. Aber glaubst du auch wirklich, dass man jetzt nach dem Spiel oder halt erst später einen Nachfolger präsentieren will? Wenn nicht sogar Tuchel. Ich würde mal sagen, so wie man halt eben München kennt, werden sie wohl so schnell wie möglich einen Trainer präsentieren wollen. Und das womöglich auch am besten sogar noch vor Berlin. Weil wegen, die wollen Qualität auf der Bank haben. Ne? Nicht nur die Spieler sollen Qualität haben, sondern auch der Trainer. Und wie ich schon gesagt habe, Willi Sagnol bietet diese Qualität nicht. Das kann Tuchel bieten, auf jeden Fall. Das kann Nagelsmann bieten, das können auch andere Trainer bieten, die entweder schon beim FC Bayern war oder halt eben große internationale Mannschaften trainiert haben. Deswegen glaube ich schon, dass sie so schnell wie möglich, es wäre natürlich schlau, also im Grunde genommen wäre es eigentlich für einen Verein schlau, erstmal den Markt zu sondieren, sich ganz intelligent zu verhalten und sich die Trainer halt eben anzuschauen, um dann den richtigen rauszusuchen. Aber wie gesagt, das wird Bayern nicht machen. Und deswegen tendiere ich, dass eventuell in den nächsten Tagen vor Hertha halt eben schon ein neuer Trainer präsentiert wird. Also rechnest du damit, das könnte in den nächsten Stunden vielleicht, also beziehungsweise in den nächsten Tagen noch vor dem Hertha-Spiel passieren. Findet am Sonntag statt. Infos dazu halt, beziehungsweise zum Spiel dann die Infos bei Update Sport am Sonntag auf YouTube. Das nur so als kleine Information am Rande. Wir werden am Sonntag auch nochmal dieses Thema. Also angeblich soll es ja heute noch eine Pressekonferenz geben von Bayern. Eventuell, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht wird da schon ein Trainer präsentiert oder vielleicht werden dort nochmal begründet, warum man den Trainer entlassen hat. Was ich ja sehr interessant finde zur Trainerdiskussion, der Kollege Dirk Große von Sky Sport, also Leiter der Sportkommunikation, also der Große, ja.
hat selbst getwittert. Ich glaube, dass Ancelotti alles geplant. Ihm war klar, dass dieses Ding endet. Rausfliegen ist besser als wochenlange Diskussionen. Solch ein Risiko mit dieser Aufstellung geht ein dreimaliger CL-Sieger nur bewusst ein. Wenn man sich die Aufstellung anschaut, ne, da waren halt eben die großen Namen nicht da. Gut, einige natürlich verletzungsbedingt, aber zum Beispiel ein Jerome Boateng gar nicht im Kader. Robben, Ribéry auf der Bank und ja, Hummels auch auf der Bank. Ja, da kann man sich vielleicht seinen Teil denken. Ja, da kann man sich seinen Teil auch wirklich denken. Also es ist ein bisschen ruhiger geworden jetzt um die Meldung von Carlo Ancelotti. Es wird jetzt halt darüber halt auch spekuliert, was im Moment jetzt so passieren wird. Also wir können es nochmal kurz zusammenfassen, was noch so passieren wird heute. Und zwar angeblich ist eine Pressekonferenz geplant. Jetzt geradewegs auch, wir verfolgen auch die Bilder der Kollegen von Sky Sport News HD ein bisschen mit. Wollen wir halt noch mal ganz kurz sagen, was im Moment so abgeht. Also aktuell ist es so, dass Carlo Ancelotti nicht mehr Trainer des FC Bayern ist und Willi Sagnol übernimmt erstmal, der Co-Trainer übernimmt erstmal interimsweise den Amt des Trainers. Höchster Favorit, größter Favorit ist Thomas Tuchel, der Ex-Dortmund-Trainer, der im Moment ja auch jetzt auch hochoffiziell nicht mehr von Dortmund, kann man so sagen, bezahlt wird. Andere stehen nicht im Raum. Es wurde ja auch mal vor Wochen mal irgendwann mal gesagt, das sollte auch mal Julian Nagelsmann werden, wenn Carlo Ancelotti irgendwann nicht mehr da sein wird. Und ja, und das werden wir dann natürlich sehen. Generell ist auch noch nicht klar, was oder ob es wirklich noch ein offizielles Statement gibt es auf der Webseite des FC Bayern. Und wir werden halt noch abwarten, was noch so passieren mag, wie es weitergehen wird. Das Ganze halt auch entstanden durch die gestrige Niederlage des 0 zu 3 gegen Paris Saint-Germain. Und es wird richtig spannend sein, wie das Ganze dann noch weitergehen wird in München. Und da sind wir halt auch ein bisschen, wir werden halt abwarten, wie das Ganze dann noch sich entwickeln wird. Also, was jetzt noch passieren könnte, ist, dass es eventuell noch ein Statement geben könnte von vielleicht sogar Thomas Tuchel selbst, der wahrscheinlich sogar gerne selbst auch was dazu sagen könnte. Im Moment ist aber auch Twitter ein bisschen ruhig. Es gibt wahrscheinlich noch hier so ein paar Statistiken, die wir halt auch nochmal sagen können. Wir können auch sagen, dass Carlo Ancelotti mit dem FC Bayern nur drei Titel geholt hat, zweimal den Supercup, DFL Supercup und einmal die deutsche Meisterschaft. Da wird man halt weitersehen, was da noch passieren mag. Also es sind heute auch wirklich wird halt noch etwas noch dauern mit der offiziellen beziehungsweise mit einer Pressekonferenz oder so. Wir werden auch heute nicht den ganzen Tag on air bleiben. Also es ist ursprünglich auch noch was anderes geplant gewesen auf diesem Twitch-Kanal. Das kann ich auch schon mal so kurzfristig ankündigen. Ja, mehr gibt es im Moment auch nicht zu sagen. Also es gibt halt, wenn schon, auch Reaktionen und Äußerungen. Es gibt nur halt im Moment halt keine weiteren neuesten Informationen, nur halt die wir halt auch weiterhin haben. Und zwar nämlich Thomas Tuchel ist im Gespräch also als Nachfolger des Trainerposten beim FC Bayern. Wenn wir halt nicht mehr News haben, können wir halt auch nicht gerade so weitermachen, würde ich sagen. Deswegen werden wir auch diesen halbstündigen Stream gleich, oder wir werden einfach mal kurz gucken. Ich werde noch mal kurz aktualisieren. Vielleicht haben wir noch so ein paar Infos, weil ich höre, gerade wird mit Stefan Schäuble geredet, einem Reporter von Sky Sport News HD. Aber da kommen wahrscheinlich geradewegs auch nicht neueste Informationen. Wäre toll, wenn jetzt eine Pressekonferenz kommen würde, aber unwahrscheinlich, wahrscheinlich auch erst morgen. Wir werden das sehen. Eine Pressekonferenz sowieso vor dem Spiel gegen Hertha wird es geben. Mal schauen, wann sie morgen stattfinden wird. Da empfehle ich dann euch auch die Kollegen von Sky Sport News HD. Wir müssen dann erstmal mit diesen Meldungen hier bleiben. Ihr habt auch derchotv.de noch mit dabei, wo wir euch auch nochmal informieren über die aktuelle Lage
in München. Ja, so viel dann auch zu diesem Thema. Und wir beenden dann diesen Stream. Ich würde dann auch mal sagen, Mottek, vielen Dank für die Info, für die Information. Und ist er noch da? Ja. Ich bin noch da, ich bin auf Gut, jeden bist du Fall noch noch da? da. Bist noch da, sehr gut, okay. Ja, wir werden dann jetzt diesen Stream dann kurzfristig auch beenden. Es ist eine halbstündige Sondersendung jetzt halt mal gewesen. Ja, knapp eine Dreiviertelstunde, also mehr werden wir auch, glaube ich, in den nächsten Stunden nicht mitbekommen. Auch mal ein Experiment hier bei Dercho TV, um mal was anderes zu machen. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann hat es euch nicht gefallen. Ganz einfach, es ist halt so oder so halt mal auch eine neueste Idee. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's von Dercho TV, von den Dercho TV News. Werden Sie auch unter Dercho TV Spezial nehmen können, aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Bis denn.